Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch in der Zukunft mit analogen Kreativprodukten erfolgreich sein werden. Natürlich stehen wir heute im digitalen Zeitalter vor neuen Herausforderungen. Die Digitalisierung ist ein externer Einfluss, den wir nicht bestimmen können. Was wir aber bestimmen können, ist, wie wir auf die Digitalisierung reagieren. Ja, welche Chancen wir daraus ziehen. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Meine Hauptaufgabe ist es, unsere Segel anders zu setzen. In diesem Sinne möchte ich gemeinsam mit Ihnen unsere Kreativität und unsere Innovationskraft stärken, damit wir in diesen schnelllebigen Zeiten den Trends einer Nasenspitze voraus sind. Zu meinem Fokusthemen Innovation und Kreativität gibt es keinen besseren Experten als unseren heutigen Ehrengast, Herrn Dr. Frederik Pferd. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute die Menschen kennenzulernen, die seit über 257 Jahren erfolgreich kreatives Potenzial bei Menschen freisetzen. Was für eine Vision! Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit, bewegen uns rasend schnell in die Zukunft. Ich kann Ihnen versichern, dass die nächsten 10 Jahre radikal anders aussehen werden. Wir müssen unsere Denkweise neu programmieren, um nicht nur optimistisch in die Zukunft zu schauen, sondern auch die Potenziale und Chancen zu erkennen. Und mein Ziel in den nächsten 40 Minuten ist, gemeinsam unser kreatives Potenzial einmal freizusetzen. Und damit möchte ich Sie einladen, einfach mal die Person links oder rechts neben Ihnen zu zeichnen. Wir haben unser Selbstbewusstsein und unsere Kreativität verloren. Wir wollen uns ja nicht blamieren, aber genau dieses Selbstbewusstsein brauchen wir, um radikale neue Ideen nicht nur zu denken, sondern miteinander auszutauschen. Dinge einfach mal zu denken und sagen, warum kann das nicht anders sein? Nehmen Sie also mal Ihr Blatt Papier und formulieren Sie einfach mal eine mutige Frage, die genau diese gesunde Missachtung des Unmöglichen ausdrückt. Fragen zu stellen, Dinge in Frage zu stellen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir brauchen. Was unterscheidet sich denn ein erfolgreiches Team von einem nicht erfolgreichen Team? Da haben wir herausgefunden, dass eigentlich nur ein Faktor tatsächlich den Unterschied macht. Psychological Safety. Psychologisch-emotionale Sicherheit zu verspüren, dass wenn man ein Risiko eingeht, etwas Neues ausprobiert, dass sobald dieses Experiment schief geht, man nicht sofort seine Reputation, seinen Job, sein Team und alles verliert. So dass man am nächsten Tag mit Stolz wieder in das Unternehmen gehen kann und sagen, ich habe es ausprobiert, bin gescheitert, aber ich fühle mich sicher. Die Bedürfnisse von Menschen zu verstehen, sich einmal in andere Menschen hineinzuversetzen, das ist eine Fähigkeit, die absolut kritisch für jeden Menschen in der Zukunft wird. Menschen zu verstehen, um anschließend Produkte, Services, Lösungen, Innovationen für genau diese Menschen, für alle Menschen auf dieser Welt zu generieren. Alle von uns müssen anfangen, neu zu denken, anders zu denken und vielleicht etwas größer zu denken mit neuen Fragen, mit etwas mehr Optimismus und Offenheit, mit etwas mehr Lust zum Experimentieren und Ausprobieren und gleichzeitig mit einer Orientierung auf die Menschen, die wir mit unseren Produkten und Services auch erreichen wollen. Wenn wir das gemeinsam anpacken, dann kann ich Ihnen garantieren, dass die Zukunft in schon einigen Tagen, Wochen und Monaten eine bessere sein wird. Thank you.